erzähle ich euch meine Geschichte. Das ist wirklich der Hammer. Das ist der Hammer. Es kam mal ein Titel, da wollte ich ganz lieb sein, und zwar von, ihr kennt doch Französisch, kennt ihr, ne? Da gibt es ja das Wort Cherie. Ich habe einen Titel damals geschrieben, der ist Cherie, Cherie Lady. Und diese böse, böse Presse hat daraus damals gemacht, Kirsche, Kirsche Dame, ja. Hat dann wieder so, und dann stand dann natürlich auch, ja, alles so Wegwerfmusik. In 4 Wochen hört das kein Mensch mehr. So, ihr könnt wirklich überall auf der Welt rumreisen, 35 Jahre später. Jeder kennt das Ding. Jeder kennt das Ding. Und das Witzige ist ja auch, vor ein paar Monaten, 35 Jahre später, ruft mich jemand an, der nennt sich Capital Bra. Ja? Capital Bra. Wohnt hier in Hamburg. Quatsch, in Berlin. Wohnt hier in Berlin. Ruft mich an, ich bin dann auch kurz hingefahren und so. Wir haben uns unterhalten, echt Spaß gehabt. Und er sagte, ja, ich glaube, ich mache den Song auch. Und dann, also eine Woche später kam das schon raus und 3 Sekunden später war das Ding Nummer 1, ja. Und also 35 Jahre, ich meine, vor 35 Jahren mit Modern Talking, jetzt mit Capital Bra. Ich habe mich auch wirklich total gefreut. Es gibt einen riesen Unterschied. Ihr wisst, Capital Bra ist ein bisschen jünger als ich, ja. Ein bisschen. Aber er hat das Ding eine Oktave tiefer gesungen. Ich weiß auch nicht, eine Oktave tiefer. Eine Oktave ist eine ganze Menge. Ich habe es hier so gesungen, so, da hier so. Und er hat es da so gesungen, so, da. Ist ja aber egal. Aber damit ihr das mal hört, den Unterschied, spielen wir jetzt einfach meine Version. Ja. Cherie, Cherie Lady vor 35 Jahren und Cherie, Cherie Lady heute von Capital und, oder von Capital. Und ja, wir fangen mit der Capital Bra Version an. Thank you.
Dankeschön.